Werdende Eltern bangen um ein gesundes Kind. Doro Zachmann hat gesunde Zwillingstöchter zur Welt gebracht und dann einen Sohn mit Down-Syndrom. Sie beschreibt ihren Weg vom Schock zur Freude in Büchern und hat sogar eins mit ihm zusammen verfasst. Hallo Doro, schön, dass du hier bist. Dein Weg als Schriftstellerin hat angefangen mit einem Brief an eine Elternzeitschrift, einem Leserbrief sozusagen. Was ist da passiert? Ja, das stimmt, genau. Also ich hatte damals so eine Elternzeitschrift abonniert, als ich mit den Zwillingen schwanger war. Und habe die also jahrelang auch intensiv gelesen. Und als dann Jonas zur Welt kam, also nochmal 2,5 Jahre später, dachte ich, Mensch, jetzt hast du schon so viele Hefte gelesen, aber noch nie was über diese Behinderung, über Down-Syndrom. Konnte mich jedenfalls nicht an einen Artikel erinnern. Und es hat mich so geärgert, dachte ich, immer ist das Thema in der Schwangerschaft, auch diese Ängste der Schwangeren. Und ja, wenn es dann soweit ist, wirst du irgendwie allein gelassen damit, hast gar keine Infos und nichts. Und dann habe ich einen Brief dahin geschrieben, dass ich das nicht in Ordnung finde und ja, so. Und habe einfach mal aus dem Bauch raus erzählt, wie es mir denn jetzt damit geht, ein behindertes Kind zu haben. Und dann kam gleich ein paar Tage später ein Anruf, ob sie das denn gerne veröffentlichen dürften, diesen Artikel. Und ja, und ich hätte doch Talent zum Schreiben und solle doch was draus machen. Klasse. Und das war dann so ein Satz, der eigentlich alles ins Rollen gebracht hat. Und dann hast du dir überlegt, Mensch, das wäre vielleicht auch ein Buch sozusagen. Ja, der Gedanke kam erst irgendwie viel später. Ich habe also schon immer gern geschrieben, schon als Kind Tagebuch und so. Und als Jonas auf der Welt war, habe ich also definitiv mehr geschrieben als vorher, weil da so viel in mir unruhig war, was einfach irgendwie seinen Weg nach außen gesucht hat. Und da hat mir vor allem mein Mann, aber auch gute Freunde immer wieder so Rückmeldungen gegeben zu Texten, die ich geschrieben habe und gesagt, Mensch, das ist eigentlich zu schade für die Schublade. Wäre doch toll, wenn du damit nach außen gehst und anderen Leuten auch Mut machen kannst. Und wo du gerade deinen Mann erwähnst, dein Mann ist ja vom Beruf Psychotherapeut. Ja. Hat das geholfen? Also war das jetzt, hat er dann professioneller dich unterstützen können oder mit der Situation umgehen können, denkst du? Ja und nein. Also am Anfang, so wie er es auch seine Ausbildung gemacht hat, oder er hat mehrere Zusatzausbildungen gemacht, habe ich manchmal so das Gefühl gehabt, wir sind auch so ein bisschen Versuchskaninchen. Er hat dann an uns so seine Theorien überprüft. Das war dann manchmal etwas anstrengend. Aber im Großen und Ganzen war das natürlich oft hilfreich. Also wir sind beide, ich sage es mal vom Fach, ich bin Sozialpädagogin, wir sind jetzt nicht ganz so ins kalte Wasser gesprungen. Wir hatten beide ein bisschen Ahnung oder Vorgeschmack, was das jetzt heißen könnte. Und trotzdem sieht Theorie und Praxis definitiv nochmal ganz anders aus. Ja. Na klar. Kann ich mir vorstellen. Du bist, wenn man deine Bücher liest, hier bin Knüller, Herz an Herz mit Jonas, heißt das eine, oder ich mit ohne Mama, Knüller, Jonas wird erwachsen, das ist ja das, was ihr dann gemeinsam sozusagen geschrieben habt. Man kriegt so den Eindruck, du bist ein Mensch, der sehr, sehr positiv denkt oder sehr fröhlich in den Tag startet meistens oder sowas. Ist das richtig? Also ich hatte es so beim Lesen, vielleicht kannst du es nur beim Schreiben so vortäuschen, aber... Ich glaube, ist schon was dran, ja. Also du kannst einer Situation, die schwierig ist, dann auch schnell wieder was Gutes abgewinnen sozusagen. Also ich wurde mal auf einer Lesung gefragt, da habe ich dann, also aus dem ersten Buch noch von Jonas, da habe ich ganz viel Fotos auch gezeigt in Situationen, wo er einfach nur Quatsch gemacht hat. Und dann fragt mich eine Leserin, also da war er mit Creme von oben bis unten verschmiert oder mit Nutella oder er hatte meine Tampons im ganzen Bad verstreut oder er saß mit Klamotten in der Badewanne, also lauter solche Fotos. Und da sagte sie, wie können Sie immer fotografieren in so einer Situation? Ich würde durchdrehen oder ich würde schimpfen oder so. Und ich dachte, ja stimmt, eigentlich liegt der Foto immer in der Küche. Solche Situationen habe ich wirklich erstmal festgehalten, habe selber lachen müssen. Und ja, manchmal war es natürlich auch nervig und anstrengend. Ich musste die Schweinerei ja wieder wegmachen und so. Aber erstmal ein Foto. Aber erstmal irgendwie, ja, ich fand's witzig. Wir haben auch ein ganz lustiges Foto von den Kindern. Das sieht doch sehr, sehr vergnügt aus, oder? Also alle drei haben ihren Spaß, glaube ich, da gerade. Trotzdem, wenn man sich jetzt überlegt, Jonas hat mit 7 Jahren noch Windeln getragen und ist erst mit ab 10 Jahren dann so richtig ganz selbstständig auf die Toilette gegangen oder sowas. Ja. Das ist ja auch was mit der Familie etwas macht, oder? Wie war das für euch als Familie dann? Ja, also klar, manches war einfach sehr anstrengend. Es ging sehr lange und ich hatte manchmal mich auch gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Werde ich jemals irgendwie diesen Kinderbuggy mal los oder das Fläschchen in der Nacht? Das hatten wir auch, ich weiß gar nicht, wie alt er da war, schon fast pubertär. Solche Sachen oder eben auch das Windeln, das war dann schon anstrengend. Aber auf der anderen Seite, es war halt so und es gehörte dann irgendwie dazu und ja. Und die Geschwister, also wir haben jetzt auch ein Bild von euch, die älteste Tochter fehlte gerade noch auf dem Foto. Da seid ihr mal alle komplett, ne? Genau, ja. Also dein Mann sehe ich da, neben ihm Jonas rechts. Ja. Und dann die drei Mädels und du. Wie ist das für die anderen eigentlich? Wenn ein Kind kriegt ja mehr Aufmerksamkeit denn eigentlich, Jonas, oder?
beansprucht ja auch mehr Aufmerksamkeit. Ja, definitiv. Also ich würde lügen, wenn ich jetzt was anderes behaupten würde. Und wir haben das immer wieder versucht, bewusst zu entstrecken, indem wir dann gezielt auch mal nur mit den Mädchen was gemacht haben, Jonas mal irgendwo geparkt haben bei einer Freundin oder Oma oder so. Oder wir auch, also entweder als Eltern auch mal nur gezielt mit einem Mädchen zum Beispiel was unternommen haben oder so. Ja, aber es stimmt schon, es war immer wieder Thema und es hat mich auch jahrelang sehr belastet, das Gefühl zu haben, ich werde den Kindern einfach nicht gerecht. Ich bin ständig mit Jonas in irgendeiner Form zugange. Dann klingelte der Ergotherapeut, kam ins Haus und hat sich mit Jonas ins Zimmer verzogen. Oft musste ich dabei sein, weil er mir irgendwas zeigen musste oder so. Und dachte ich, ja toll, und die Zwillinge, die müssen sich jetzt wieder eine Stunde selber beschäftigen. Also es war schon oft so ein... Eine Gratwanderung, oder? Ja, genau. Schweres. Da war ich oft dann auch froh, dass die beiden sich einander hatten. Oder auch mit Katharina dann, dass sie einfach auch spielen konnten und jetzt nicht ein Kind alleine da irgendwie warten musste, bis Mutter wieder zur Verfügung steht. Ja, das kann ich verstehen. Gehen wir mal noch ganz zurück. Also, wo Jonas ganz klein war, da gibt es, glaube ich, auch ein Foto, wo man ihn so ganz klein noch sieht und dich. Genau. Also Jonas als Baby oder als Neugeborener, sagen wir mal, die Situation auf der Entbindungsstation. Du kriegst dein Kind praktisch. Was war dein erster Gedanke? Also es war so, ich habe ihn ja aktiv geboren, selber geboren. Das war für mich der entscheidende Unterschied zu den Zwillingen, die mit Kaiserschnitt kamen. Das war also so einfach mein Kind, ja, und er lag so mit dem Gesicht auf meinem Bauch. Und dann habe ich mir, es war genau 6 Minuten, das weiß ich deshalb, weil Wolfgang dann fotografiert hat. Und ich wollte das ins Album schreiben, wie alt das Kind jetzt ist und so. Habe noch so auf die Uhr geguckt. Ja, und dann habe ich mir den Jonas so hochgehoben, um ihn mir einfach mal anzugucken. Und er hatte die Augen ganz weit offen, guckte mich so an und dann habe ich gesagt, was ist denn mit dem Kind los? Es ist ja behindert. Das war mein erster Satz. Und dann dachte ich, was redest du da für ein Quatsch? Kann er gar nicht sein, du bist noch so jung und so. Aber dann kam sofort die Hebamme angesaust, hat ihn mir regelrecht entrissen, ist damit ans Ende vom Kreissaal. Dann kam der Arzt rein, noch eine Schwester. Und dann haben sie ihn da gewendet, gedreht und immer so zu uns rüber gespiegelt. Und dann dachte ich schon, also irgendwas stimmt jetzt nicht. Und mein Satz, der schwebte so im Raum. Ja, und dann kam der Arzt, hat sich umgedreht und so einen ganz ernsten Gesichtsausdruck gehabt. Und dann wussten wir ja, das ist wohl so. Aber das war dann sicher erst mal wie so ein Hammerschlag für euch. Hammerschlag, oder so. Es war ein richtiger Schock. Mhm. Also es war wirklich wie, wenn einem jemand den Boden unter den Füßen wegzieht. Mhm. Zumal ich, naiv wie ich auch war, Gott sei Dank, mir gar keine Gedanken gemacht hatte. Also bei den Zwillingen konnte ich mir nicht vorstellen, 2 gesunde Kinder auf einmal. Da hatte ich oft so Träume, eins ist irgendwie vielleicht durch die enge Lage verkrüppelt oder hat nur einen Fuß oder was weiß ich. Solche Vorstellungen hatte ich da oft. Und dann kamen da 2 perfekte kleine süße Mädchen raus. Und deswegen mit diesem Einling, um den ich mich auch in der Schwangerschaft praktisch gar nicht kümmern konnte, weil ich ja nur hinter den Mädchen her war, die waren gerade so im Krabbelalter, da kam ich überhaupt nicht auf die Idee, oder wir beide nicht, dass da irgendwas sein könnte. Gott sei Dank, ich habe mir da nie Gedanken gemacht. Wenn man jetzt Jonas beim Aufwachsen als Kind vielleicht sich anguckt, du schreibst, er ist oft so entweder ganz fröhlich, ganz ausgelassen oder richtig durch und durch wütend. Mhm. Also so als seine wie nennt man das denn? Seelische Verfassung dann sozusagen. Ja. Es gibt ein Bild, wo er offenbar sehr, sehr fröhlich ist. Also das sieht jetzt aus wie pflegeleicht, ja, ausgelassen, lustig. Wie ist das aber, wenn er bockt? Also du kannst ja, wenn er nicht die Reife hat wie jetzt ein 14-Jähriger oder sowas, aber ist schon 14, dann kannst du ihn dir ja nicht unter den Arm klemmen und sagen, du kommst jetzt hier aber mit nach Hause, weil er nicht mehr so leicht ist wie ein 2-Jähriger, aber halt vielleicht wenig Einsicht zeigt oder so. Kannst du an Jonas Vernunft appellieren? Inzwischen schon, oder? Ja, inzwischen also deutlich mehr. Wobei es... Wie alt ist er jetzt? 19. 19. Mhm. Ist es immer noch nicht, also... manchmal immer noch ein Glücksspiel. Ja, aber es ist natürlich deutlich besser geworden wie noch vor Jahren. Also er ist Argumenten gegenüber ein bisschen offener. Man kann ein bisschen mehr mit ihm diskutieren oder einfach, er kennt inzwischen mehr Spielräume, als er das jetzt auch als Kind kannte. Da gab es wirklich nur Ja oder Nein und keine Kompromisse. Was hat er dann gemacht, wenn er jetzt so Arme so ja. Und dann an Ort und Stelle auf den Boden gesetzt und dann ging nichts mehr, aber auch wirklich nichts mehr. Also auch draußen mit Locken, auf der Straße? Mit Drohnen, mit egal wo, überall. Ja. Vorm Auto, beim Einkaufen, im Kinosessel. So, der Film soll nochmal laufen und er steht nicht auf und er geht nicht nach Hause. Also da gibt es unzählige Situationen. Ich dachte, was machst du jetzt? Und dann gucken die Leute wahrscheinlich und denken, Leute, was ist denn da und los? Glotzen, und umso besser wird es natürlich dann. Ja. Ja.
Also da haben wir, glaube ich, alle die ganze Palette rauf und runter, was uns an Ideen irgendwie einfiel. Und am besten hat meistens noch funktioniert, ihn zu locken mit irgendwas, Dönerbude, Meckes, also was er halt so liebte irgendwie. Oder zu Hause ein schönes Spiel machen oder so. Mhm. War jetzt vielleicht pädagogisch nicht unbedingt so wahnsinnig toll, aber letztlich so ein bisschen geholfen. Was halt. Also ich habe schon erwähnt, dass deine Bücher eigentlich fast durch und durch positiv sind. Also sehr, sehr fröhlich und dem Leben zugewandt klingen. Aber es gibt hier eine frustrierte Stelle. Da schreibst du, ich habe es so satt, nach nun fast 17 Jahren immer noch den Aufpasser und Zurechtweiser, den Problemlöser und Geradebieger, den Regelwächter und Konsequenzeneinforderer spielen zu müssen. Mhm. Wann hört das endlich auf? Da merkt man, also da hat es dir mal gereicht. Was ist für dich am schwersten oder was war für dich am schwersten im Rückblick? Oder vielleicht auch jetzt noch, das weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Wo sagst du, also da gerate ich am ehesten an meine Grenzen? Mhm. Ja, ich glaube, genau das ist das Ding. Also so mich immer und ewig verantwortlich fühlen zu müssen. So. Auch jetzt, wo er erwachsen ist. Ich kann ihn nie so ganz abgeben, so gefühlsmäßig. Vielleicht könnte ich es und tue es nicht, weiß ich gar nicht so genau. Wobei es ja auch schon viel besser geworden ist. Und jetzt ist ganz aktuell, ich spreche das, glaube ich, jetzt auch zum ersten Mal öffentlich aus, will Jonas ja ausziehen. Seit einem Jahr liegt er uns ja damit in den Ohren, dass er also ausziehen will, so wie die Schwestern ja auch. Und das wird wohl klappen. Er hat sich jetzt vor 2 Wochen was angeguckt, was ihm gefallen hat. Und da wird er in eine Männer-WG einziehen. Und jetzt geht es plötzlich alles ganz schnell. Jetzt soll es dann schon Juni sein. Und da merke ich plötzlich, wie mein Mutterherz so anfängt zu klammern. Also was ich mir jahrelang so gewünscht habe, dass dieser Tag kommt, wo ich ihn auch mal so loslassen darf und nicht mehr für alles verantwortlich und für ihn immer so mitdenken und mitplanen muss. Und dann merke ich plötzlich, ja, macht mir geht auch Mühe. Geht es eigentlich? Also kann er sich in der Männer-WG dann selber kochen und selber die Wäsche waschen und alles? Oder wie funktioniert sowas? Ja, werden wir dann sehen. Also er kann recht viel. Er ist relativ lebenstauglich. Er kocht ja zu Hause auch oft. Also meistens, wenn wir nicht da sind. Und entsprechend sieht dann auch die... Ja, spanische Eier ist sein Lieblingsrezept. Ich glaube, das Rezept steht auch im Buch. Ich glaube, da stand also alles rein. Alles, was es im Kühlschrank gibt, in die Pfanne und am Schluss Eier drüber und 2-mal umrühren und fertig. Und entsprechend gewürzt und so. Ja, Wäsche waschen, also das sind Themen, natürlich, das muss er alles lernen. Einkaufen mache ich jetzt alles mit ihm noch zusammen. Das werden so Schritte sein, die er dann lernen muss. Er ist ja nicht von 0 auf 100, also er hat dann auch dort Betreuung, zwar nicht rund um die Uhr oder nicht jetzt so verfügbar, wie es Mama dann war. Aber er wird dort ja auch begleitet. Und er zieht ja nur ins Nachbardorf. Von daher wird der ein oder andere Anruf auch kommen, Mama, natürlich, hilf mir. Natürlich. Und das ist ja auch schön für mich, der Gedanke. Ja. Manchmal, also jetzt, wo du so erzählst, was er kann oder was er macht, und dann auch beim Lesen, hatte ich manchmal den Eindruck, eigentlich ist auch viel ganz normal einfach. Mhm. Also da gibt es auch 2 Fotos, wo ich einfach dachte, Mensch, ein glückliches Kind beim Schaukeln, wie andere Kinder auch einfach schaukeln. Oder ich weiß gar nicht mehr, was hatten wir da noch? Noch ein Foto, wo er auch so fröhlich einfach, genau, probiert hier die Hose vom Vater. Vom Papa, oder, ja. Genau, die Hose vom Papa an. Würde auch ein anderer Junge genauso machen, ganz sozusagen. Genau. Oder du beschreibst an einer Stelle, wie er Stau spielt. Das habe ich auch gemacht als Kind. So ganz viele Matchbox-Autos in einer Reihe und dann eins fährt vor und alle anderen rücken nach. So, genau, und dann fährt wieder eins vor. Also oft ist es ja auch wie eben ein Kind, ja, wie ein Junge ganz viel so, Normalität. So aufwächst. Wo ist er denn dann anders? Was kann er nicht? Was kann er nicht? Genau. Genau, also neben den vielen Normalen sozusagen. Also grundsätzlich ist Sprache jetzt nicht unbedingt seine Gabe. Also er hat mit 6, glaube ich, überhaupt erstmal angefangen, ersten Wörter und so. Und also er spricht inzwischen schon, aber recht kauderwelschig und auch nie in ganzen Sätzen. Man muss es sich, also im Buch habe ich ja seinen O-Ton so ein bisschen wiedergegeben. Ja. Herrlich. Ja, genau, also wir finden es auch herrlich. Wir haben auch selber viel davon übernommen. Ja, also Sprache ist jetzt nicht so, wirklich so seine absolute Gabe. Was kann er nicht? Also er kann zum Beispiel ganz schlecht Gefahren einschätzen. Das konnte er noch nie. Ist auch irgendwo eine schöne Sache, hat vor nichts Angst. Ja? Mhm. Also ich erzähle mal gerade so eine Szene, die mir gerade in den Kopf kommt. Wir waren in irgendeinem Streichelzoo mit den Kindern und unsere Mädchen, die haben kreischend Angst, panisch, weil da so ein Bock mit so Hörnern und so kamen so Ziegen auf sie zu. Und dann haben die gekreischt vor Angst und wir haben die so auf so ein Häuschen oben drauf gesetzt. Dann saßen sie da oben auf dem Dach und haben da geschrien. Und Jonas ist zu diesem Ziegenbock, hat den an Hörnern gepackt und da so rumge... Also so als Pimpf. Und das ist wirklich so ein Bild von ihm, das ich im Kopf habe. Der ist immer auf alles zugegangen. Vor keinen Tieren Angst, vor Straßen keine Angst, vor sich verlaufen keine Angst. Immer in die Menschenmenge rein. Und solche Geschichten. Also es waren für uns oft sehr schwierige Situationen, anstrengend und angstmachend. Aber irgendwo fand ich es auch mal toll. Dieses Kind ist so angstfrei, sorgenlos, ja, so glücklich. Eine hübsche Szene fand ich, schilderst du hier in Bin Knüller.
am Zebrastreifen. Weit und breit ist kein Fahrzeug in Sicht, aber du wartest geduldig mit dem Überqueren der Straße, bis ein Auto naht, dem du dann freudig Zeichen gibst, damit es extra für dich stehen bleibt. Ja. Das ist doch klasse, genau, oder? Genau. Also einfach da zu stehen und dann kommt eins, dann geht er vor und jetzt muss es halten. Finde ich schön, so eine Sicht auf die Welt irgendwie, die er hat. Oder süß fand ich auch, dass er eurem Hund Gina einen Zettel geschrieben hat. Ich meine, es ist schon eine Weile her, das ist ja so rückblickend sozusagen. Und hat drauf geschrieben, für Gina, Mama füttert dich, Gina, ich gehe duschen, von Jonas Z. Ich füttere dir nicht. Also, als könnte Gina jetzt den Zettel lesen und weiß dann, also Futter gibt es von dir sozusagen, genau, genau. Und nicht von Jonas. Mhm. Das finde ich so süß. Also man muss oft lachen beim Lesen. Mhm. Mir ging es so. Mhm. Er ist ja auch zur Schule gegangen, hat dort so gut es eben ging, Lesen und Schreiben und Rechnen gelernt. War eine Sonderschule, eine Schule für geistig Behinderte, wie sie leider blöderweise heißt. Aber, ja, aber was ist dann da anders? Also, wenn es auch Lesen, Schreiben, Rechnen und so weiter gibt? Ja, aber es ist komplett anders. Also die Klasse besteht erstmal nur aus 6 bis 8 Schülern. Schon mal, das ist ein Riesenunterschied. Ja? Und dann sitzt mindestens ein bis zwei Lehrer, nicht jetzt eben nur einer vor 30. Ja. Dann gibt es diesen Frontalunterricht so gut wie gar nicht. Also schon auch ein bisschen so mit Tafel und so. Aber im Grunde hat jedes Kind sein Lerntempo. Auch innerhalb dieser Gruppe sind die ja sehr, sehr unterschiedlich. Also selbst die Streuung bei Kindern mit Down-Syndrom ist ja schon riesig, aber wenn da noch ein Autist neben einem Kind mit Down-Syndrom, neben einem, weiß ich nicht, Spastiker oder so, also da ist eine Riesenbandbreite. Und dem allen gerecht zu werden, ist ja auch ganz schwierig. Deswegen gehen die sehr individuell auf jedes einzelne Kind ein und machen viel so Projekte. Nun ist ja gerade der Trend, Kinder eher wieder zusammen in eine Schule zu tun. Also egal, ob jetzt körperlich behindert oder geistig behindert, also leicht geistig behindert, sagen wir mal so, die sollen ja alle in eine Klasse gesteckt werden. Mhm. Wie siehst du das? Ich habe da ja wenig Einblick. Ja, das ist eine schwierige Frage. Also wir haben jetzt die Erfahrung leider nicht machen dürfen. Wir hatten es uns so gewünscht. Es hat definitiv nicht geklappt. Wir haben verschiedene Anläufe probiert, die sind alle gescheitert und haben uns dann eben für dieses Schulmodell entschieden, weil letztlich aus Mangel an Alternative. So. Und ich war am Anfang sehr unglücklich drüber. Ich dachte, toll, jetzt hast du ein Kind, ein Wieners Kind, Sonderschule, Sonderbehandlung und der ist einfach weg vom Leben und so. Hab dann aber irgendwie nach kurzer Zeit feststellen dürfen, dass er Essen sehr, sehr gerne geht. Also es gab wirklich die ersten, also er ist ja 12 Jahre zur Schule gegangen und ich kann behaupten, 10 Jahre lang jeden Tag mit großer Freude. Also definitiv habe ich bei meinen anderen 3 Kindern so nie erlebt. Und von daher hatte er da einen guten Platz. Hat sehr viel gelernt, sehr viel Förderung erfahren, ist eben nicht nur Schreiben, Lesen, Rechnen, sondern ja sehr viel Lebenspraktisches. Zum Beispiel, wie schmiere ich mir ein Butterbrot und was muss auf dem Tisch liegen, wie decke ich einen Tisch oder wie binde ich mir die Schuhe und Fahrradfahren, Regeln, Straßenverkehrsschilder, also sehr lebenstauglich, Straßenbahn fahren, wie lese ich einen Busplan, das sind ja die Themen, die, also ich meine, das braucht er ja zum Leben. Ne? Ja, und da habe ich mich oder wir uns als Familie auch sehr unterstützt gefühlt, dass wir das jetzt nicht alles zu Hause stemmen mussten alleine. Aber um auf deine Frage zurückzukommen. Ja, jetzt gibt es diese Schulmodelle oder vielmehr, du hast jetzt als Eltern die Wahl. Du darfst jetzt sagen, ich möchte mein Kind in dieser Schule haben und jetzt muss die Schule gucken, wie sie dieses Problem löst. Ja, das ist natürlich auch nicht so einfach. Weil, also die Vorstellung, ich hätte Jonas jetzt einfach zum Beispiel in die Grundschule bei unseren Töchtern mit reingepflanzt, da habe ich oft gedacht, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Also da muss man sich wirklich gute Gedanken machen. Er wäre ja völlig überfordert und müssten wahrscheinlich zusätzliche Lehrer. Dann Sonderpädagogen. Also es gibt bestimmt gute Modelle und ich denke, da stecken wir alle noch so in den Kinderschuhen, aber es ist wünschenswert. Ich freue mich über diese Entwicklung und ich denke, es kann unsere Gesellschaft nur gut tun, wenn es diese Trennung nicht mehr gibt, sondern einfach dieses Miteinander. Trotzdem hat Jonas doch die Trennung auch verspürt oder sagen wir mal den Unterschied zwischen sich und anderen Menschen. Das kommt manchmal auch ein bisschen traurig so rüber, wenn er über sich dann nachdenkt. Also einmal schreibst du hier, das war 2006, ich stehe mit Jonas, der ist 13, im Auto an einer Ampel. Die Fußgänger haben grün. Ein Mann im Rollstuhl überquert vor uns die Straße. Mann behindert, stellt Jonas fest. Ich nicke. Mein Sohn schaut mich eindringlich an und bittet um Bestätigung. Ich nicht, gell, Mama? Doch, Jonas, du bist auch behindert. Nein, bin's nicht, empört sich Jonas heftig. Du sitzt nicht im Rollstuhl, du hast gesunde Beine und kannst laufen. Deine Behinderung heißt Down-Syndrom. Nein, will's nicht. Also da hat er das dann quasi gemerkt, ich bin anders, aber hat es auch von sich weggeschoben, sozusagen, oder? Genau, das war so die Zeit der Pubertät auch, denke ich, da war das natürlich ein furchtbares Thema für ihn. Also da fing er an zu merken, irgendwas ist bei ihm anders, aber er konnte es nicht so richtig einordnen.
Und wir haben auch früher schon darüber gesprochen, aber irgendwie es war für ihn war es eigentlich nie Thema. Er war immer so, wie er ist und so mag er sich. Und also seine Lebensfreude und seine Selbstannahme, die war immer also fantastisch und beneidenswert, ja, unglaublich. Und dann fing das irgendwann an zu kippen. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ob es da einen Auslöser für gab. Irgendwann hat er einfach kapiert, irgendwie stimmt was bei ihm nicht oder irgendwie ist was anders oder er wird so angeglotzt und so. Ja, und dann war das eine ganz schwierige Zeit eigentlich, wo er sich so 1,5 bis 2 Jahre richtig in sich zurückgezogen hat. Das war eine heftige Zeit. Da kam er von der Schule nach Hause, hat den Ranzen in die Ecke gepfeffert, grußlos an mir vorbei, in sein Zimmer, Tür zu, Vorhang zugezogen. Er saß regelrecht im Dunkeln, Computer angemacht und nicht mehr ansprechbar. Irgendwelche Spielchen gemacht und dann, wenn ich nur geklopft habe, willst du mir raus jetzt? Und so, also. und das Wort Down-Syndrom oder behindert, wenn das irgendjemand auch nur ansatzweise, da ist er die Barrikaden hoch. Hat er nicht und will er nicht und so. Also war ganz schlimm. Dabei habt ihr es ihm ja eigentlich versucht, schon so eine Brücke zu bauen. Ihr habt doch gesagt, unsere Oma, die kann nicht so gut gehen. Jeder hat irgendwie eine Behinderung. Oder jemand in eurer Familie kann nur mit Brille Auto fahren. Also der kann nicht so gut sehen. Und jeder hat irgendwie was. So ja, das war ja so mein Ansatz immer genau, ihm zu sagen, hör mal, irgendwie sind wir alle behindert. Ja, bei dem einen sieht man es mehr an, dem anderen nicht. Du hast jetzt Down-Syndrom. Ein anderer, was weiß ich, hat... Nun, spulen wir ein Stückchen weiter. Also das ist ja das neuere Buch, Ich mit ohne Mama. Da sagst du ja auch schon, Knüller Jonas wird erwachsen. Und er ist das Problem wieder angegangen oder diese Frage wieder angegangen und schreibt dann selber praktisch, also es sind ja hier Stücke in dem Buch, die er verfasst hat sozusagen oder dir diktiert hat, je nachdem, selber getippt oder dir diktiert. Oder auch mit der Hand geschrieben und dann so eingescannt. Ach so, und also es ist auch viel Handschrift von ihm drin, ja. Stimmt, manches ist ja direkt in seiner Handschrift, richtig. Genau. Und hier hat er geschrieben, ich bin ein Down-Syndrom. Traurig sein, weil Leute mich auslachen, das ist doof. Mhm. Und dann später nochmal hast du ihn wieder auf das Thema gebracht sozusagen und dann hat er geschrieben, ich bin besonders, weil ich Down-Syndrom bin, aber nicht so schlimm. Egal was bin, niemand soll mich auslachen oder weinen beim Ansehen. Hier ist Jonas Z. Ganz besonders bin und kann ich viel machen und alle Leute sehen mich. Ich bin okay und hübscher Jonas. Und dann schreibt er so, dieses Buch alle lesen und sehen, ich coole Leben habe. Ja. Ich mache gern Witze, andere Leute muss lachen. Guter Jonas. Das klingt dann wieder mit sich selbst versöhnt. Genau. Er sagt dann zwar, ich bin ein Down-Syndrom sozusagen, aber es ist okay. Ja, also hat er seinen Frieden so mit sich gefunden. Ich bin da sehr glücklich und dankbar drüber. Also, dass Gott ihn wirklich so aus diesem dunklen, schwarzen Loch wieder rausgeholt hat. Also das war eine Zeit, wo ich wirklich ernsthaft auch ein Stück befürchtet habe, dass er irgendwie abrutscht in Depression oder irgendwie so. Mhm. Also es war schon recht grenzwertig. Und da sind wir so froh, dass er da wirklich wieder rausgekommen ist aus diesem dunklen Loch. Ja, du hast jetzt gerade Gott dafür gedankt. Ihr seid ja als Familie gläubig, geht in eine freie evangelische Gemeinde und Jonas auch mit. Ja. Ja, und glaubt auch. Also erwähnt das auch manchmal. Jesus ist mein Freund und so. Er hat sich auch taufen lassen. Mhm. Hatte aber, wie du schreibst, bevor, also noch Wochen vorher oder sowas, dann einen Gedanken, dass die Taufe ihn gesund machen könnte oder sowas. Ja, das war eine ganz Geschichte, die ging mir selber sehr unter die Haut. Also Jonas hat sich selber bei uns in der Gemeinde beim Pastor direkt zur Taufe angemeldet. Wir wussten davon gar nichts. Also unser Pastor hat uns über diesen Wunsch unseres Sohnes informiert. Da haben wir uns natürlich auch drüber gefreut und dann haben wir das Fest geplant und so weiter. Und dann saß ich einen Tag irgendwie oben im Wohnzimmer. Jonas kommt Zimmer hoch, weinend, setzt sich zu mir und sagt, Mama, mach weg Down-Syndrom, will nicht mehr haben, mach jetzt weg. Und dann habe ich ihm gesagt, du, das haben wir doch schon oft besprochen, das gehört zu dir, das kann ich dir nicht wegmachen und so. Na toll, kann Taufe wieder abmelden. Sag ich, wieso, was hat das jetzt mit der Taufe zu tun? Ja, gehe ich Wasser rein, bin ich alt, bin ich Jonas, komme ich Wasser raus, habe ich kein Down-Syndrom mehr. Also so jetzt, ich weiß nicht mehr genau, wie er es gesagt hat, aber so sinngemäß. Und dann dachte ich, ach du meine Güte, was hat er denn jetzt für Vorstellungen? Eigentlich hat er sehr viel verstanden von der Taufhandlung. Also der alte Mensch ist gestorben, untergetaucht und der Neue, siehe, Neues ist geworden, taucht mit Jesus sozusagen in ein neues Leben ein oder auf. Ja. Und also da hat er sehr viel verstanden, aber er hat dann draus gemacht, er steigt mit Down-Syndrom ins Becken und kommt gesund. Das war seine Hoffnung irgendwie, ja. Und dann dachte ich, ach du meine Güte, wie kriege ich ihm jetzt diesen Zahn gezogen, ja. Also da haben wir einige Gespräche gebraucht und aber er hat sich trotzdem taufen lassen. Und es war eine sehr fröhliche Angelegenheit. Ja. Aber interessant, dass er da diesen Gedanken hatte und diese Hoffnung hatte. Stellst du dir manchmal Jonas vor, wie er in der Ewigkeit im Himmel als gesunder junger Mann sein könnte? Ehrlich gesagt nicht. Ich habe mir, also wie er klein war, hatte ich öfter so gedacht, wie wäre jetzt ohne Down-Syndrom? Also wie hättest du jetzt einen normalen, gesunden Sohn, so ganz normalen halt, wenn die da so kicken waren auf dem
Fußballplatz habe ich mir versucht, Jonas so vorzustellen. Ja, und es ging aber irgendwie nie. Es war dann einfach nicht mein Kind. Ja. Also das habe ich wirklich nur, wie er so klein war. Und dann hat es irgendwie aufgehört, so solche Gedankengänge. Ja, ja. Und so weit habe ich eigentlich auch noch nie gedacht, mir ihn im Himmel vorzustellen, wie er dann... Also ist schwierig, weil er ist dann einfach nicht mehr er. Weil natürlich macht es ihn auch so, wie er ist. Ja. Also es ist jetzt nicht sein Wesenskern, aber er ist einfach so dieses Komplettpaket Jonas. Ja? Und da gehört das Down-Syndrom nun mal eben auch dazu. Und das ist ich finde das schön, wie deine Augen strahlen, wenn du davon sprichst. Also das ja, weil man könnte ja auch denken, du könntest böse auf Gott gewesen sein. Nee. Also dass du sagst, warum haben wir jetzt ein behindertes Kind bekommen? Also hast du da keine Wut gehabt? Doch, am Anfang schon. Also Wut ist, glaube ich, nicht das richtige Wort. Ich habe Gott nicht verstanden. Ich habe gedacht, Moment mal, jetzt hast du mir schon die Zwillinge gegeben nach der Stieftochter, die einen eigenen Zwillinge. Ich war ja schon bis hier am Limit und dachte so, wie schaffe ich das? Und jetzt noch ein geistig behindertes Kind. Hallo, hast du mich verwechselt? Wie soll ich das schaffen? Also es war eher so ein Gefühl und auch noch so ein Stück vielleicht Bestrafung. Dachte ich, habe ich irgendwas falsch gemacht? Also damals hatte ich auch noch ein ganz anderes Gottesbild, als ich heute habe, muss ich dazu sagen. Und also ich habe Gott einfach nicht verstanden. Ich habe es versucht, irgendwie einzuordnen, weil ich habe schon als Kind also noch nie an Zufälle geglaubt. Mir war immer klar, irgendwie hängt alles zusammen. Das glaube ich auch heute noch. Mhm. Und von daher dachte ich nicht, dass Gott jetzt einen Fehler gemacht hat. Oder ich dachte, irgendwas muss er sich dabei überlegt haben. Und eigentlich so in der Entwicklung mit Jonas und die Jahre, dann habe ich das immer wieder als Bestätigung erlebt. Da dachte ich, wow, wie bin ich reich beschenkt mit diesem Kind. Ich habe ja so viel durch ihn gelernt. Ich habe so viel, also er hat mir so das Herz und die Augen geöffnet für so viele Themen und er hat mir so viel geschenkt oder tut es nach wie vor, hat unsere ganze Familie so bereichert und Freunde und also könnte ich jetzt ausholen. Oh ja. Aber das finde ich beeindruckend, dass du sehen kannst, was auch gerade jetzt Jonas mit seinem Down-Syndrom euch Gutes tut. Also ja, das, du könntest dich ja auch darauf konzentrieren, auf das, was euch dadurch verloren geht oder wo du Freiheiten einbüßt. Ich meine, du als Mensch bist ja dadurch in deinen Freiheiten beschränkt worden, oder? Über viele Jahre zumindest. Ja, das stimmt sicherlich schon. Da gab es sicher das eine oder andere Hindernis, das ich jetzt sonst vielleicht nicht so gehabt hätte. Also auch viel Behördengeschichten, wo ich denke, das hatte ich mit unseren Töchtern alles nicht. Und mit Jonas musste man alles beantragen und gucken mit der Krankenkasse und hin und her und Pflegestufe und so. Also das sind so ätzende, doofe Sachen. Ich habe irgendwann relativ schnell kapiert, ich sage es jetzt mal so ganz, vielleicht klingt es unverschämt oder arrogant will ich es auch nicht klingen lassen, aber ich habe irgendwie ganz früh kapiert, dass Gott nicht sagt zu mir, oder ich habe zu Gott gesagt, warum mutest du mir das zu? Ja. Und ich habe gemeint zu hören, Gott sagt, ich traue es dir zu. Mhm. Also es ist wirklich nur diese paar Buchstaben, aber die haben plötzlich so viel verändert, in meinem Blickwinkel auch. Und dann habe ich einfach auch sehen dürfen, wie reich beschenkt ich bin, also was Jonas mir auch ja gibt oder was ich durch ihn einfach auch alles erleben darf und lernen darf. Und genau das erlebt man, wenn man diese Bücher liest. Ich mit ohne Mama, Knüller Jonas wird erwachsen oder bin Knüller, Herz an Herz mit Jonas. Es gibt auch noch mehr Bücher von Doro Zachmann, Kinderbücher, der geschmuggelte Kater heißt hier eins, ein Freund für Max oder Bücher mit guten Bildern. Ich muss schon ganz den Arm ausstrecken, um da ranzukommen. Also eine Menge zu entdecken von dieser Autorin und da wünsche ich allen, die jetzt zugeschaut haben, viel Spaß dabei. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.